Elvis? Ich. Rela, würde ich sagen. Na gut, bei euren Damage. Ja, wir haben sie den Tag auch wieder vor mit Valkyrie waren und wer war noch dabei? Ati? Nee. Sonst war die Truppe so, ne? Ja. Ati kann es nicht gewesen sein. Nee, stimmt. Wir sind schlimm. Nee, stimmt, war genau so, bloß dass jetzt anstatt Valkyrie Räder dabei ist, ne? Wir haben wieder beim Bus. Ach, hier geht's ja gar nicht lang, ich bin bescheuert. Ich folge dir auch. Ja. Ich wollte nur mal gucken, was du machst. Ela hat gezogen. Hast du gerade Rela gesagt? Nele. Achso. Ein Kätzchen. Ich doch nicht. Also hier gibt es so große Grübchen. Alles klar. Ich habe keine Fehler. Die erste große Gruppe, glaube ich. Das sind ziemlich viele. Ja. Also hier musste Black kurz andenken lassen, glaube ich. Die Gruppe ist schon bereit. Zusammenziehen wäre cool. Cool. Wäre cool gewesen, ja. Ja, kurz andenken, weil die Devise. Alle Mobs waren noch nicht da. Ja, ich habe ja zusammengezogen, hat er nichts gebracht. Ach so. Aber die fallen ja ganz, ganz schnell, also. Donkey Icy Trank? Was ist denn das hier? Achso, okay. Durch irgendwelche Wohnzimmer? Ja, das ist hier im Hauptstadt. So Rilla, warst du noch nicht da? Die sehen auch so aus. Nee, hab ich doch gesagt. War ich noch nicht. Ist ekelhaft, Riesel. Ich mag die nicht. Also kann sie nur gut sein, wenn du Scheiße findest. Also wir sind gleich, wir sind so in 2 Minuten sind wir schon beim Bossbereich. Die Busse kommen halt alle zusammen, mehr oder weniger. Guckst du? Liebe Schritt hat eine Abklingzeit. Wo wird denn scheiß Feuerwerk hier? Malu? Ja? Mach mal eine neue Inka. Ein Krieger, kannst du denken. Kein Aois mehr. Wie kein Aois mehr? Würde ich nicht machen. Kein Aois. Warum nicht? Ja. Denn nicht? Puh. Jetzt sind wir schon im Bereich, wo der Boss kommt. Das war's, Insel zu Ende. Können wir wieder ablegen. Ja, und dafür machen sie so eine riesen Map, ne? Da denkt man, wenn man drauf guckt, Gott, wo musst du da überall lang laufen? Was passiert jetzt hier? Ansprechen Sie da? Also, wir quatschen jetzt gleich mit dem Typen. Der bummelt dann irgendwie am Tor rum und in der Zeit kommen Ad-Wellen und am Ende dieser Ad-Wellen kommt immer ein Boss. Danach gibt es dann wieder eine größere Pause, wo man dann den neu anklicken muss.
Kann man jetzt permanent entwählen, die muss man schnell weghauen. Wenn man es, wir schaffen es zwar schnell genug, aber wenn man es nicht schnell genug schaffen würde, dann würde die zweite Welle praktisch in die erste mit reinkommen und so weiter und irgendwann würde es einfach nicht mehr schaffen. Mhm. Aber okay. Ja, genug Damage. Wir hatten letztens Probleme, glaube ich, beim ersten Boss immer bei der Schnecke, ne? Weil die jetzt erstmal haben sie den Typ nicht, der Typ darf nicht sterben und so. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob es noch was Wichtiges zu erwähnen gibt bei den Bossen vielleicht, das macht aber Black dann. Ansonsten einfach mal die Ad weghauen erstmal, die jetzt kommen immer. Dies hier wollte ich gar nicht machen. Das war ja Scherz. Nö, weil wenn ich meine Katze losschicke, ja. 411 KDPS, Malu, oder was? Echt, Malu, was war das? Super, jetzt ist mir mit 334 KDPS schon auf dem 5. Platz. Was soll das? Ich bin unter dem Heiler. Oh, schämlich, Andy. Schämlich. Oho, der Heiler auf Platz 2. Ja, also bei diesen Edwellen, da habe ich überhaupt. Die werden jetzt schon hier ein bisschen, die können wir schon ein bisschen mehr ab, Andy. Da kannst du jetzt schon mal mitwirken. Oh, kann ich mein Kätzchen hinschicken, endlich. Achso, ja, für die Mana-Klassen, wenn es Mana irgendwann zu wenig wird, ne? Zwischendurch hinsetzen, das da, ja. Ja. Kommen die Schnecken schon, oder? Ach ne, kommen nochmal die erst noch. Das war nicht so gut. Ah, jetzt kommen die Schnecken. Zuerst auf die rechte wieder, ne? Ja, Malamani, da. Ist jetzt kommt schon die nächste Welle hier. Wieder zwei so eine hübschen. Wieder der rechte, oder? Jo. Oder mal Black Target zuerst oder so.
Wir waren uns jetzt, ich glaube, jetzt kommt nochmal immer so eine Gruppe von diesen kleinen Viechern, die der Boss auch als Ed spawnt, ne? Und dann kommt, glaube ich, die große Schnecke schon. Bei der haben wir letztes Mal die meisten Probleme gehabt, weil die immer irgendwie, ja, keine Ahnung, die Eds haben beim ersten Mal den Typen getötet, dann war's das, und beim zweiten Mal, ja, weiß gar nicht, das waren einfach zu viele Eds irgendwann, ne? Ja, diese komischen Termiten, die dann vorne am Boss explodiert sind, die von der anderen Seite kamen dann. Ja, wer macht die? Diese großen, ja. Na, das wäre doch am besten Rela mit. Rela und Angie. Ja, wie gesagt, er macht am meisten Pling-Pling. Ein bisschen tanken oder so und dann den Hauptdamage auf den Boss konzentrieren. Nur halt aufpassen, dass die komischen Ads halt nicht den Typen töten. Das ist halt wichtig. So, jetzt müsst ihr kommen, oder? Ja, Fehler gehen wir zu Angie mit. Hier so. Da kommen dann so aus dieser Richtung hier diese Termiten. Die müssen aus ganz schnell Wasser, runter. Aus dem Wasser da hinten kommen die. Nee, die Termiten kommen von links da. Ja. Ach, die großen, ja. Die ja. Großen, ja. Die kleinen kriege ich, glaube ich, weg vorne. Ja, das Problem Fehler, ist halt, die kleinen, ihr dürft hier alle nicht so nah beieinander stehen, wenn die kleinen Viecher explodieren. Das kriege ich dann schwer weggeheilt, wenn ihr alle nebeneinander steht und die explodieren. Okay. Also immer ein bisschen ein paar Meter auseinander. Leider auch keine. Staube. Staube. Anfang können wir die jetzt hier mitmachen. Dachte denn schon, wenn so ein olle Ding da kommt. Naja gut, wenn du das sagst, dann gehe ich mal so lang. Hier kommt eine. Achso, und die... Ja gut. Jetzt zusammen. Vielleicht machen sie Kaboom. Vielleicht stecken sie sich hoch, aber wir haben es geschafft. Da kommt die nächste. Ja. Also die sind trotzdem immer noch. Also. Ja, da. Keine Chance. So, gleich macht's Kaboom. Da kommt schon die nächste, also auf den Boss. Bringt nichts. Der Boss ja, ist gleich unten. Der wird auf den Boss da. Ja, das ist doch wesentlich einfacher, aber warum hat das nicht gleich gemacht? Ach, schon tot, jetzt. Worin der sündigen Gedanken? Wieder einer, den ich nicht habe. Zumindest nicht angelegt. Oh, ein Bankfach habe ich ihn durch schon 2-3 Mal. Kann ich ja aufwerten. Oh. Oh. Mit meinem 4 Amalgam oder mit meinem Realgar. Hast du Realgar noch? Och nee. Ja, hab ich. Ja, wie gesagt, Realgar, das geht jetzt so weiter mit anderen Bossen und anderen Mobs. Toll! Ja. So eine coole Insel-Idee und dann sowas draus machen. Das ist ja schade. Finde ich mich eigentlich cool gemacht hier. Ja, ich finde eigentlich auch, dass es geht, also. Lebt da noch was? Da? Aha. Maske des Spielmanns? Was ist das denn?
Drehen, Angie, dass er wieder neben dir stand, deine Nähe. Ja. 2-3 Sekunden ohne was zu machen. Das ist beim Duo, ja, kostet das. Beim Duo, ja, kostet weil, dich weil das der einen Buff Haufen dann Damage. Noch abläuft, das ist es ja. Mal gucken, ich werde jetzt nochmal mehrmals Targetwechsel machen und dann Schaden auf die Mobs. Mal gucken. Mach zuerst den Krieger weg, weil der Leutnant, der kann ein bisschen mehr ab. Komisch, jetzt bleibt sie da. Ja, die hat schon immer das gemacht, was sie wollte. Hast du das Mana-Regenerieren-Zeug geholt fürs Reittier oder was? Ja. Was machst du eigentlich mal am Anfang, Reda? Sponsorst du denen immer deine Lebenspunkte? Ich greife halt immer an. Immer so, so generell immer so 25% erstmal weg. Das ist immer bis Black die alle hat. So. Also dann kann ich nicht warten. Das ist ja auch nicht schlimm, weil der hat ja sofort die Akku bei mir. Ja. Siehst du, jetzt macht es wieder nicht. Trotz, dass ich einmal alle durch hatte. Man hat die eine Kopf. So wie die echte. Jetzt geil, wenn beide flucht. Die sagt immer Mozi-Bär. Mozi-Mabuse. Das ist nicht die, die hier in der Dance-Show da war? Ja, die ist hier. Und wo war sie noch? Ich glaube, Supertalent oder so, ne? Meine erste Frage wäre jetzt, warum? Weshalb? Warum weiß man sowas? Also ich kenne die vom Supertalent, glaube ich. Da sitzt der Derry nachts mit einer Tafel Schokolade vorm Fernseher. Nee, keine Ahnung, ich hab das damals mal geguckt, Supertalent. Das ist, glaube ich, mehr. Letztes Jahr war das, glaube ich. Jo, jo, jo. Wann saß die da noch Jury, ja, bei denen? Du weißt es doch ganz genau.